Servus, liebe Freunde. Hallihallo, herzlich willkommen zurück. Ja, neuer Abend, neues Glück. Also Abend hier im Spiel. Es ist eigentlich irgendwo tagsüber. Irgendwo leben wir so um die kurz nach 1. Und wir müssen hier jetzt erstes Mal hier noch schnell die Seemaschine für den Rest starten, weil wir haben ja hier dann doch noch einiges zu tun. Vorgewände hatten wir gemacht, aber natürlich hier den Restbereich sollten wir auch noch einsehen. Dann können wir auch bei Gelegenheit düngen und ich möchte heute auf alle Fälle nochmal mein Glück mit den Baumstämmen probieren. Und ich hoffe natürlich, dass das jetzt ein bisschen besser funktioniert. Wo sind wir denn da zu Hause? Dort sind wir zu Hause. Machen wir hier gleich mal die Zündung an. Wir haben ja genug Baumstämme da. Ja, wir sehen, beim letzten Mal sah das etwas wüst aus, weil das alles in der Ecke verstreut war. Jetzt nach dem Neustart des Spieles auf einmal, ja, ist das irgendwie direkte Mente, alles kerzengerade. Und wir haben gesehen, wir haben noch ein bisschen Platz. Jetzt versuche ich mal gerade zu gucken, dass wir hier eine einigermaßen vernünftige Perspektive kriegen. Denn ja, das, was wir beim letzten Mal da so ein bisschen chaotisch gemacht haben, das wollen wir natürlich jetzt noch in Ordnung bringen. So, da möchte ich mich auf alle Fälle auch mal bedanken. Ihr habt ja schon alle gleich geschrieben, ja, kann ja jedermann einen schlechten Tag haben. Und Real Life geht vor, das finde ich ganz, ganz toll, dass ihr mich da so unterstützt. Finde ich richtig klasse. So, mal gucken. So, da müsste ich eigentlich hin. Vielleicht noch ein Stück darüber. Ist auch ein bisschen blöd, hier so gegen den Blickwinkel eigentlich zu arbeiten. So, ich hoffe, das passt so. Noch so ein Stück rüber. Jetzt mal nach unten. Sieht zwar alles ein bisschen komisch aus, so noch ein bisschen drehen. Ja, vielleicht können wir den jetzt sogar noch ein Stück in die Richtung ziehen. So, und jetzt müssen wir den Stamm eigentlich gleich kriegen können. Denn, ja, ich möchte das natürlich jetzt auch hier zum Ende bringen. So, diesen Stamm haben wir. Wunderbar. Und, ja, der Martin hatte da eine ganz klasse Idee. Also, es ging darum, es gibt einen Mod als Häcksler. Den sollte ich mir doch mal angucken, ob das vielleicht etwas wäre. Ja, der Mod sieht riesengeil aus. Muss ich ganz ehrlich mal so formulieren. Das ist echt klasse, das Ding. Einzigster Nachteil, der Knabe wiegt so, kostet so ungefähr, ja, 1 Million Euro. Also 700 noch was 1000 kostet der Hänger plus die passende Kranmaschine dazu nochmal 100.000. Also lieber Martin, ich glaube, das wird ein bisschen schwierig werden. Allerdings, ups, muss ich ja kurz hier gucken, dass wir das jetzt nicht versaubeuteln. So, ich glaube, so zieht dann, glaube ich, dann auch gleich an. Mal gucken, wie kriegen wir das jetzt am besten rein? So, er liegt ja noch nicht auf, ne? Ist jetzt auch so eine Sache. So, zieht dann jetzt an oder noch nicht? Ich würde sagen, wir probieren es mal. So. Gucken, nimmt dann sich, jawohl, und es funktioniert, ha, wunderbar, er sägt ihn direkt weg. Na also, wenn das mal kein guter Punkt ist, ja, das ist doch schön, damit haben wir schon mal den ersten, ja, Problemfall gelöst. So, da haben wir jetzt noch ein paar Stämme mehr liegen. Ich glaube, das Problem an der Geschichte ist einfach, ich steige mal ganz kurz ab, so, dass wir hier dann doch ein bisschen die Äste zu lang gelassen haben. Denn ja, mit den ganz langen Stämmen, das klappt wohl doch nicht so ganz. Von daher werden wir mal zur Sicherheit den hier auch nochmal durchtrennen. War zwar jetzt nochmal so ein Versuch, aber funktioniert da nicht wirklich gut. So, hier natürlich die Kameraansicht wieder wechseln. Gucken, wir haben doch auch diese Kranansicht. Genau, hat ja der Sergeant Lutz mal empfohlen, mal diese zu probieren. So, wollen wir mal gucken, ob wir da eventuell ein bisschen besser mit hinkommen. So, mal auch gucken, wegen Schwerpunkt, ne? Auch immer so ein Problem, halt. Nicht rausfahren, sondern nur ein Stück rüber. So, und jetzt mal schauen, kriegen wir den so gegriffen? Wäre super, wenn das so klappt. Okay, das sieht schon mal soweit ganz okay aus. Ja, aber die Ansicht ist nicht so die beste. Ich glaube, wir machen das wieder so. So, switchen einmal hier rüber. Vielleicht noch ein Stückchen nach vorne. So, dann natürlich das Ganze wieder drehen. Dafür ist jetzt gut, dass wir so viele Gelenke da dran haben. Ne, nicht rausziehen. So, nach unten. Ah, das ist mit der Maus ist das ganz schön schwierig. Ist jetzt nicht so gerade mein Fachgebiet, muss ich sagen. Irgendwie stelle ich mich da noch so ein bisschen ungünstig an. So, jetzt müssen wir eigentlich nur nach unten. Den vielleicht ein ganz klein bisschen aufmachen. Gucken, ob er... ob er sich den dann schon wegzieht. Ja, und, komm, nimm ihn. Jawohl. Och, das sieht gut aus. Also, es klappt dann doch eigentlich ganz gut. So, da haben wir nämlich schon mal eine ganze Menge jetzt wieder weg. Ich schalte jetzt aber trotzdem mal
Ups, Entzündung noch aus, alles aus. Denn ich würde sagen, wir bringen das Ganze jetzt erstmal weg. Ihr seht, der Container, sage ich schon, der Kipper ist voll. Ne? Das heißt, wir haben jetzt 8500 Liter zusammen. So, dann bringen wir das nämlich gleich mal in unseren Unterstand runter, ins Lager. Und dann gucken wir, dass wir da noch ein bisschen weiterkommen. Die Sämaschine ist noch zugange. Füllstand haben wir diesmal beachtet. Sind noch bei 52%. Bedeutet also, ja, sollte für dieses große Feld eigentlich ausreichen. Einzige, was wir dann gleich noch machen müssen, ist dann düngen. Da müssen wir auch mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich weiß gar nicht, ob der Helfer automatisch erkennt, wenn wir jetzt Horne und Vorgewände machen würden, dass der sagt, nö, der ist schon gedüngt, da fahre ich nicht drüber. Könnt ihr mal die Kommis schreiben, weil ich möchte das eigentlich ganz gern dann doch in einem Rutsch düngen. Vielleicht machen wir es dann auf die Querspur. Mal gucken, ob er damit hinkommt. So, und damit können wir jetzt zumindest hier auch schon mal die Hackschnitzel auffüllen. Wunderbar. Wir können zwar jetzt nochmal kurz nach dem Preis gucken, aber ich glaube, das lohnt sich jetzt noch nicht direkt, die zu verschaffen. 1135 in der Biomasse. Obwohl, wir haben ja im Prinzip noch nichts, mit dem wir es aufladen können. Dann würde ich schon fast sagen, fahren wir es vielleicht direkt zum Biomasse-Heizkraftwerk. Er ist ja nicht ganz so weit. Wäre vielleicht dann doch die bessere Variante. Dann machen wir das auch so. Dann haben wir auch gleich ein bisschen Geld drin. Das brauchen wir sowieso. Da können wir das nämlich dann ganz einfach wunderbar abkippen und gut ist. So, dann fahren wir einmal hier rüber. Ich sag, Sämaschine ist eh noch zugange, von daher können wir uns den Moment ruhig nehmen. Und ja, dann geht es natürlich an die Überlegung. Ja, wie machen wir dann hier weiter? Wir haben ja schon überlegt, dann, wie gesagt, die Bäume ganz wegzumachen. Das würde ich am liebsten eigentlich ganz gerne auch durchziehen. Dann können wir nämlich die zwei großen Felder da hinten miteinander verbinden. Und ja, ein richtig dickes, großes Feld draus machen. So. Dann fahren wir einmal hier hoch. Und da müsste ja auch gleich das Biomasse-Holzkraftwerk sein. Wenn ich mich jetzt nicht total irre. Ne, da rechts kommt es schon, da taucht es schon auf. Wunderbar. Da können wir nämlich unsere gehackten Bäumchen, die Hackschnitzel, ganz normal einbringen. So. Kurz mal die Ansicht wechseln. So, denn hier haben wir jetzt die Sache. Hier müssen wir das einkippen. Mal gucken, wie das dann optisch aussieht. Also wir könnten es hier schon abladen. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt einer, der auch seitlich? Ja, der kann auch seitlich abladen. Passt nicht 100%, aber gut, es wird angerechnet und funktioniert. Zumindest das ist schon mal gut so. Und das hat uns jetzt über 9.600 Euro gebracht. Das ist schon mal super. Jetzt will ich gerade mal was gucken. Ah ja, Kredit hatten wir ja zum Glück schon runter. Okay, war ich eben nur mal kurz unsicher. So, und dann können wir ja dann eigentlich direkt wieder zurückfahren und weitermachen. Denn ich würde ganz gerne dort ja, noch ein bisschen mit den Bäumen vorankommen. Mit dem Häcksel, denke ich mal, kriegen wir so langsam Erfahrung rein. Jetzt gucke ich gerade mal genau. Wir können es ja hier noch einfacher machen. Ich bin da eben ein bisschen umständlich gefahren, weil wir es ja erst ins Silo packen wollten. Wir fahren gerade direkt unten rum und dann ist gut. So, die Karre müssten wir auch wieder sauber machen. Man kann kaum noch was erkennen. Da unten sind schon meine Fußstapfen, der ganze Schlampes in der Fahrerkabine ist auch nicht sehr schön. Nee, nee, da muss irgendwann mal wieder der Hochdruckreiniger ran. Ich denke, wenn wir da die Baumaktion hinter uns haben, dann ja, können wir da auch mal ein bisschen in die Richtung wieder denken, ne? So, einmal hier rüber. So, ich hoffe, die Sämaschine kommt da überall ohne Probleme durch. Ich will da aber auch zur Sicherheit gleich nochmal nachgucken. Nicht, dass wir dann da vielleicht doch noch ein Problem haben und die hängt und verballert gerade das ganze Saatgut. So, und hier müssen wir jetzt auch gleich noch ein bisschen rangieren. Würde ich sagen, fahren wir am besten mal so ein bisschen näher hier ran. So, gerade mal Zündung aus. Wir schauen mal schnell nach der Sämaschine. Dum dum. Dum di dum. Ja, die ist fleißig unterwegs, zieht hier ihre Bahn. Man sieht, sie hat auch schon, jo, einiges erledigt. Das ist super. Gut, dann können wir eigentlich auch gleich wieder hier zurückwechseln. Dum dum. Nehmen wir den hier gleich. Machen wir die Zündung wieder an. So, und jetzt müssen wir aber erstmal kurz schauen. Ja, da gucken wir höchstens mal gucken. Gerade mal hier das zusammenklappen, weil ich würde ganz gern diesen einen Stamm, der da so halb drunter liegt, noch schnappen. Vielleicht noch ein Stückel vor. So, dann müssten wir da drankommen. So, klappen wieder aus.
Das Schöne ist, wir können jetzt mit dem Kran parallel aber schon arbeiten, wobei man natürlich da warten sollte, bis die Stützfüße auch ausgefahren sind. Nee. So, dann gucken wir mal. Einmal hier noch ein bisschen drehen. Dann das Ganze runter. Einschalten können wir die Maschine auch schon mal. So, dann holen wir uns nämlich erstmal hier den Baumstamm ran. Ja, vielleicht mal ein bisschen noch drehen. Der hängt da gerade so ein wenig. Puh, und jetzt natürlich klar, haben wir gleich hier den großen Kavenzmann. Das finde ich da eigentlich ein bisschen schade, dass die Kamera so ein bisschen hin und her springt. So, das Ganze mal ein bisschen einfahren. Oh, das sieht nicht schön aus. So, und runter damit. So, schauen wir mal, ob wir da vielleicht sogar schon direkt richtig liegen. So. Ich weiß jetzt nur nicht, nimmt das schon oder nicht. Wir machen mal ganz vorsichtig einen Ticken auf. Die Frage, zieht das jetzt schon ein oder noch nicht? So, sieht gut aus. Ja, wenn man da also ein bisschen mit Gefühl rangeht und Geduld, ja, Geduld ist auch so ein Thema, sagt die Freundin schon immer, die habe ich eh nicht. So, jetzt ziert er sich ein bisschen. Oh, da muss ich jetzt gerade mal kurz gucken. Da habe ich eben Anruf hier. Nee, im Moment nicht, Freunde. Ich bin gerade am Aufnehmen. Da müsst ihr eine Sekunde warten. So, aber Bäumchen ist weg. Also Stamm ist weg. Das klappt schon mal gut. Wunderbar. So, jetzt kommt noch die Benachrichtigung. Da hat sie einer angerufen, weil ich habe das ja eben nicht mitgekriegt, dass es geklingelt hat, ne? Ja, dafür sind Handys eigentlich cool, aber in dem Moment irgendwie gerade Timing unpassend. So, hier müssen wir jetzt mal schauen. Da haben wir noch zwei, drei lange. Gut, das kriegen wir eigentlich soweit hin. Ich glaube, den dicken Koloss brauchen wir gar nicht erst probieren. Gerade mal schauen. Möchte ich gerne hier durch, Mami. Lässt du mich durch? Danke. Wollen wir den dicken versuchen oder nicht? Ich glaube, den haben wir auch schon mal probiert. Ja, den kriegen wir auch nicht. Nee, das ist dann, glaube ich, wieder ein Fall für unseren Freund, dann den Radlader. Den müssen wir dann wahrscheinlich so verkaufen. So, dann einmal hier rüber. Das Ganze noch ein bisschen öffnen. Mal gucken, ob wir jetzt vielleicht über die Ansicht besser da sehen, wo wir hin müssen. So, wir müssen ja auch gucken, dass wir hier entsprechend den Schwerpunkt passend stellen. So. Oh, das ist ein ganz großer Brummer. Und ja, der hält sich so schon gar nicht. Okay. Da haben wir jetzt ein bisschen blöd gegriffen, aber das ist kein Problem. Das können wir noch korrigieren. So, gehen wir einmal runter. So, ganz nach unten. Jetzt können wir richtig festgreifen. So, das sieht gut aus. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir den großen Knaben hier nicht auch reinkriegen. Vielleicht drehen wir den sogar gleich besser. Mal aufpassen, dass wir uns das Ding nicht hier ins Gesicht hauen. Weil der ist schon extrem lang. Na, da war ich vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Hätte ich vielleicht doch ein bisschen besser schneiden sollen. Oder nochmal einmal durchschneiden. So, wir probieren jetzt mal unser Glück. Ich ziehe mal ein Stück ran. So, drehen wir nochmal. Vielleicht noch ein Stückchen nach außen gehen. Oh Gott, der ist richtig, richtig groß. Also ich glaube, da machen wir es einfach uns nur unnötig selber schwer. So. Und mal gucken, ob er ihn jetzt so annimmt. Ja, funktioniert sogar teilweise, aber noch nicht ganz so optimal. So, dann versuchen wir mal langsam ranzuziehen. Also noch ein Stück runter und dann ein bisschen ran. Ja, das ist natürlich viel, viel Feinarbeit jetzt. Aber wir kriegen ihn zumindest schon mal, denke ich, soweit ganz gut hin. So, mal loslassen können wir ihn jetzt noch nicht. Das geht auf keinen Fall. So, ne? Ne, ja, jetzt wäre, glaube ich, nochmal drehen angesagt. Ich glaube, das wäre jetzt ganz cool. Drehen wir nochmal in die Richtung. Gucken, schaffe ich das? Jawohl. Weil wenn wir nämlich jetzt anständig hingesetzt bekommen, dann werden wir das Problem los und dann können wir den in einem noch durchziehen. Oh, gehen wir mal runter. Ne, nicht rüber, nicht rüber, nicht rüber. Ah, so. Nach unten. Ah, ich glaube, wir sind viel zu weit vorne noch, genau. Ha, Blinkwinkel, ne? Man sollte immer so ein bisschen gucken, wo man eigentlich gerade unterwegs ist. Also den noch ein Stück da rein. Dann noch ein Stück nach links und runter. So, jetzt sollte er ihn gleich greifen. So, und dann können wir den jetzt mal so langsam ein bisschen nachgeben. Machen jetzt mal langsam auf. Weiß, oder ist es noch zu früh? Müssen wir gerade mal testen.
So, ich versuch's mal. Nimmt dann oder nimmt er nicht? Doch, er nimmt ihn an. Sehr gut. Und ja, wird auch gleich hier richtig fleißig wieder reingepowert. Wunderbar. Ja, dann klappt das zumindest jetzt schon mal deutlich besser. Ich mache hier aber jetzt mal aus, denn unsere Zeit ist auch schon wieder um. Ich gucke jetzt gerade noch mal schnell, was wir hier jetzt reingekriegt haben. Wow, wir sind schon wieder bei 55%. Das gefällt mir. Und ja, in der nächsten Folge stoßen wir hier noch ein Stückel zurück, werden dann die nächsten Bäumchen noch machen, weil jetzt haben wir ja so langsam den Dreh raus. Und wir sehen, es sind da nur noch 3 Bäume. Dann haben wir das Problem gelöst. Und wenn hier die Ernte durch ist, dann können wir auch die Felder verbinden. In diesem Sinn sage ich für heute erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus und tschüss.